Hallo ihr Lieben, hier ist eure Tanja Hausmann. Willkommen bei mir im Atelier. Ich versorge euch regelmäßig mit Ideen und Inspirationen rund um euer Hobby. Heute habe ich aber keine Bastelanleitung für dich, sondern ich habe mehrere Ankündigungen zu machen. Ja, die erste Ankündigung wäre die, falls du es schon bemerkt hast, die neue Bewerbungsphase für den Julius Award 2020 hat schon gestartet und man kann sich bis zum 30. September beim Julius Award bewerben. Der Julius Award ist ein Award für kleine YouTuber bis maximal 9.999 Abonnenten. Die Abo-Liste oder die Abo-Grenze, die wurde jetzt etwas höher gesetzt für den Julius 2020. Ja, und wenn du einen YouTube-Kanal hast und den Richtlinien entsprechend dich bewerben kannst, dann bewerb dich doch. Mehr Informationen zu dem Julius Award bekommst du einmal unten in der Infobox, habe ich den verlinkt. Ja, und wenn du einen Kanal hast aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, dann kannst du dich mal bewerben. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann im Januar. Ich werde bestimmt auch da sein. Und ja. Ich wünsche viel Erfolg und schaut euch das Ganze mal an, wie gesagt, unten in der Infobox. Es lohnt sich. Ja, dann zweite Ankündigung. Es findet dieses Jahr, wie jedes Jahr in Essen, die Kunstspur statt. Das ist Tag der offenen Ateliers. Und das ist so, dass halt immer 2 Wochenende in Essen im September das stattfindet. Das erste Wochenende ist der 21., 22.9. Da findet es auf der Südseite von Essen statt. Und ich befinde mich auf der Nordseite von Essen. Und bei uns ist es am 28. bis 29.9., also das letzte Wochenende im September. Das ist Samstags, Sonntags von 15 bis 19 Uhr. Ja. Was ist an den Tagen? Also ich werde bei mir hier meine Bilder ausstellen. Das heißt, der ein oder andere weiß das vielleicht, dass ich auch seit vielen Jahren natürlich auch aktive Künstlerin bin. Eigentlich hat das Ganze auch damit angefangen. Also ich komme eigentlich aus dem Kunstbereich und bin dann in den Bastelbereich reingeschwappt, will ich mal so ausdrücken. Also angefangen habe ich damals mit Künstlerbedarf und ja, das ist dann vielleicht für die interessant, die sich vielleicht mal anschauen möchten, was ich denn so gemalt habe oder was ich so male. Oder vielleicht auch für meine Bilder interessieren. Natürlich werden die Bilder auch verkauft. Und eventuell, ich denke mal, dass ich dann auch an einem Sonntag, vielleicht auch an einem Samstag, auch eine kleine Vorführung mache, dass man einfach mal sehen kann, wie ich denn arbeite. Natürlich verrate ich nicht alles. Das ist halt bei Künstlern so, aber ein kleines bisschen vielleicht. Und wenn ihr Fragen zu Techniken habt, könnt ihr das natürlich auch an den Tagen machen. Natürlich ist es natürlich so, dass ich an einem Sonntag, weil es ist ja kein verkaufsoffener Sonntag, natürlich den Bereich vom Ladengeschäft geschlossen habe. Das heißt, ihr könnt natürlich sonntags keine Bastelmaterialien kaufen. Aber ich denke mal, das versteht ihr, da hat man Verständnis für. Aber es geht ja auch an den Tagen halt um die Kunst. Und ja, vielleicht sieht man sich und ich werde bestimmt auch einen kleinen Kuchen backen. Bestimmt wieder den Mandelkuchen, vielleicht auch den Brownies. Ich habe auch noch einen anderen oder halt einen Kaffeekuchen. Vielleicht, nee, so viel mache ich gar nicht. Ich werde wohl den Mandelkuchen machen. Das kennen die meisten schon von den Jahren davor, dass ich den immer da habe. Und ja. Ich freue mich, mit euch zu quatschen. Vielleicht kommt ihr ja mal vorbei. Das war die zweite Ankündigung. Was habe ich als drittes noch? Ja, als drittes habe ich jetzt keine Ankündigung, sondern ich möchte mich einfach mal bedanken. Und zwar bei der lieben Petra. Die hat mir zum Geburtstag nachträglich noch dieses schöne Geschenk gemacht. Und zwar eine Fimo-Kette in Schwarz-Weiß. Passend zu meinen, ja, das passt super toll zu meinen Anziehsachen. Und sie hat noch, wo habe ich es hingelegt? Ah, einmal einen Wechselanhänger. Also ich kann den auch wechseln. Ich habe dann auch hier in dem Säckchen, zeige ich euch mal,
habe ich auch noch diesen Anhänger geschenkt bekommen. Da könnte ich also, je nachdem, was ich für ein T-Shirt anhabe, könnte ich das wechseln. Ist mit Fimo gemacht, ist Handarbeit und ich habe mich natürlich sehr gefreut. Und sag auf jeden Fall nochmal Danke an der Stelle, liebe Petra. Ja, das waren eigentlich die Sachen, die ich heute erzählen wollte. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, wird es natürlich wieder eine Bastelanleitung sein. Und ja, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bastelt euch glücklich, eure Tanja. Der Julius Award, ja, er wird für kleine Kanäle bis maximal 9.999 Abonnenten veranstaltet, Cut. Letztes Jahr habe ich den gewonnen. Und ja, jetzt ist wieder eine neue Bewerbungsphase gestartet, Cut. Hallo ihr Lieben, willkommen. Kat. Heute habe ich mal keine Bastelanleitung für euch. Kat. Keine. Möchte ich dir einmal erzählen, dass die Bewerbungsphase für den YouTube. Als drittes wollte ich mich eigentlich noch bedanken. Und zwar eine liebe Zuschauerin hat mir zum Geburtstag diese schicke Fimo-Kette geschenkt von der Petra. Ich sage danke, Petra, habe mich sehr darüber gefreut. Und jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Cut.